Gleich vorneweg, kleine Korrektur zu meinem letzten Video. Ich wurde mehrfach darauf aufmerksam gemacht und ihr habt natürlich vollkommen recht. Bei einem Klappmesser mit arretierter Klinge spielt die Klingenlänge keine Rolle. Anders als beim feststehenden Messer. Fehler von mir, gebe ich zu. Ist die Welt wieder in Ordnung. Also, dieses ganze Thema lässt mir im Moment leider keine Ruhe und ich glaube euch auch nicht. Denn die Politik hat im Moment mal wieder, wie bei nahezu jedem anderen Thema auch, nichts anderes in der Birne, im Hinterstübchen, als Gesetze zu verschärfen, Verbote zu erlassen etc. Wenn man den Medien Glauben schenken will, dann war jetzt bei der Tat in Solingen, der Täter hat sich ja mittlerweile gestellt, nicht, wie man jetzt tatsächlich meinen würde, so sowas hier oder ein Kampfmesser oder vergleichbar die Tatwaffe, sondern nach einer Schlagzeile der Bild-Zeitung nahm er sein Messer aus einem Messerblock, also Küchenmesser. So interpretiere ich das. Dürfte vermutlich auch irgendwas so in dieser Länge hier gewesen sein. Jetzt ist es so, laut den Medien, und darauf kann ich mich halt in dem Moment tatsächlich nur stützen, bei dem Täter handelt es sich um einen Flüchtling aus Syrien, der 2022 über Bulgarien eingereist ist und dort nicht den Regelweg der Beantragung von Asyl gegangen ist, sondern ist gemütlich weitergegangen zu uns. Hier hat er Asyl beantragt, wurde abgelehnt und hätte eigentlich schon abgeschoben werden müssen. Wurde er aber nicht, denn er ist wohl kurz vor der Abschiebung abgezwitschert, untergetaucht und war dann wohl nie wieder gesehen. So, was das jetzt bitte mit dem Waffengesetz zu tun hat, das soll mir bitte mal die Frau Faeser tatsächlich erklären. War es nicht das Versagen des Innenministeriums, die das überhaupt ermöglicht hat, indem sie die Abschiebung nicht rechtzeitig vollzogen hat? Jetzt ist es so, und das ist das, was mich am meisten nervt an der ganzen Geschichte. Nummer eins. Es beginnt wieder der gemütliche Kampf zwischen Jägern, Bushcraftern, Outdoor-Menschen und so weiter. Ein Kommentar, tut mir leid, dass ich das jetzt so aufgreifen muss, Kommentator, war inhaltsgemäß, sollen Sie doch die Messer verbieten, solange Sie mir die Waffen lassen. Also die Gewehre und so weiter. Als Jäger. Was die meisten nicht verstehen und verstehen wollen, ist ein drohendes Messerverbot. Ein drohendes Führverbot für Messer mit Klingen, größer 6 cm betrifft nicht alleine die Bushcrafter oder die Outdoor-Fanatiker. Und mit Fanatiker meine ich es nicht negativ, sondern mir fällt gerade kein anderes Wort ein, die Menschen, die halt gerne im Outdoor-Bereich Bushcraften und so weiter, Zelten gehen, was auch immer. Sondern es betrifft letzten Endes jeden einzelnen Bürger. Du möchtest auf eine Grillwiese gehen, dort Holzkohle dabei, du hast deine Steaks dabei, du musst da aber auch ein bisschen was zurecht machen, hast vielleicht ein Küchenmesser dabei. Mäh! Dürfen nur 6 cm haben. Wie willst du mit dem 6 cm Messer ein Steak schneiden? Kannst du mir das erklären? Du bist dann volle Möhre reingetappt. Und du bist kein Bushcrafter, du bist kein Outdoor-Mensch. Sondern du willst mit deiner Familie auf einer Grillwiese grillen. Ein ganz normaler Bürger. Du gehst ins Schwimmbad oder an den Weiher, noch besser, du gehst an den Weiher und möchtest dir ein paar Stullen machen oder ein Brötchen schmieren. Du willst nicht an die Frittenbude gehen und dir eigentlich recht lecker schmeckende Pommes ohne Currywurst holen, sondern du hast halt Brötchen dabei, hast dir vorher, du ins Schwimmbad bist, im Supermarkt oder beim Bäcker ein paar Brötchen geholt und ein bisschen Fleischwurst oder so und das musst du ja schneiden. Jetzt hast du aber gesagt, du nimmst jetzt nicht sowas hier mit oder sowas. Oder gar sowas, das wäre ja pfui böse. Nein, du nimmst hier sowas. Ein schönes kleines Campingmesser mit, womit du Brötchen schneiden kannst. Da kannst du ein bisschen Aufstrich machen. Habe ich im letzten Video auch gezeigt. Das ist hier von Odenwolf. Ein schickes kleines Messer. Blöd, Klinge ist länger als 6 cm. Darfst nicht mitnehmen. Und du bist kein Bushcrafter, du bist kein Jäger, du bist kein Outdoor-Mensch. Du willst einfach nur ein Brötchen schmieren. Die Politik hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer und immer wieder versagt. 2015, als dieser ganze Asylstrom angefangen hat unter der GroKo, unter Merkel, fing das Dilemma an. Sie wurden gewarnt, hoch und runter, aber es hat nicht interessiert. Wir schaffen das, war die Parole.
jetzt ist Frau Merkel im Ruhestand und wir haben die Scherben vor uns liegen. Nancy Faeser will ums Verrecken, egal wie, egal aus auf welchem Rücken, das Waffengesetz verschärfen. Aber die wenigsten haben tatsächlich die Eier in der Hose, einmal Tacheles zu reden, die Wahrheit auszusprechen, das zu sagen, was Tatsache ist, was Fakt ist. Alle verlieren sich in diesem politischen, korrekten Bullshit-Bingo, reden ohne was zu sagen. Das kotzt mich an. Sowas war die Tatwaffe. Nicht sowas. Und kein Kampfmesser. Du darfst nur nicht immer mehr dein Brötchen schmieren in der Öffentlichkeit. Oder wie willst du das mit der 6 cm Klinge machen? Da kriegst du ja kaum Butter drauf. Die Interessensgemeinschaften schweigen. Die Medien wachen sukzessive zum Glück auf und hinterfragen das durchaus auch. Aber ob das reicht, ist eine andere Frage. Interessensgemeinschaft, holt euch bitte Hilfe. Startet endlich eine Medienkampagne. Wir müssen einen Gegenstrom zu den aktuellen Berichten haben. Haben wir nicht, weil keiner sich Hilfe holt. Und es ist mir egal, welche Interessensgemeinschaft das ist. Ich spreche jetzt keine speziell an. Wir sprechen hier darüber, du darfst noch nicht mal mehr dein Schweizer Taschenmesser mit dir führen. Weil die große Klinge größer 6 cm ist. Mit ein bisschen Glück hast du vielleicht noch, ich weiß noch, mein Vater, der hatte immer ein Taschenmesser in der Hosentasche. Da war eine Nagelfeile dran und eine Klinge. Da hat er sich die Nägel mal ein bisschen gefeilt, wenn er vorne nicht, wenn man eingerissen war, oder er hat mal damit Post aufgemacht. Heute nicht mehr möglich, weil Klinge größer 6 cm. Wenn Faeser mit ihrem Scheiß durchkommt. Und Buschmann von der FDP ist kurz davor umzufallen. Hat er schon angekündigt. Selbst wenn Faeser, wie angekündigt und vorgeschlagen, das Thema Schusswaffen von diesem Messerverbot trennt, machen sie damit trotzdem die Türen für weitere Verbote auf. Und was machen sie denn, wenn die Messer verboten wurden und dann wieder jemand rausgeht, egal welche Nationalität, mit sowas hier und sticht wieder jemanden ab? Was verbietet ihr dann? Ihr seid so hilflos, planlos und ihr weigert euch vehement, das Kind beim Namen zu nennen. Ihr weigert euch vehement, das Problem anzusprechen. Ihr doktert immer nur an Symptomen rum, nicht an den Ursachen. Die Ursache ist nicht das Stück Stahl namens Messer. Das Problem ist die verkorkste Willkommenspolitik, die verkorkste Sicherheitspolitik der letzten Regierungen. Nicht nur der Ampel, auch die davor. Und da gilt es anzusetzen. Nicht hier.